Wie viel ist dein Outfit wert? Alter, ich weiß wieder, dass ich mich aufregen werde mit diesem wie viel. Okay. Guck mal. Oh mein Gott. Oh mein, wenn ich das schon sehe, jetzt wird's gleich richtig lost. Wenn ich sehe, dass dieser kleine Junge eine Schmalzlocke in diesem Po. Nee, das wird jetzt schwierig. Dein Rucksack, dreh mal um, zeig mal. Jetzt geht's weiter, das kriegt man bestimmt hin, ne? Gucci-Rucksack. Oh, Flavor Flav. Hublot. Was? Moment mal, Hublot. Limited Edition. Die ist aber nicht echt. Doch. Wetmore-T-Shirt? Ja. Wo sieht man das? Ah, hier. Ey, wenn ich das schon sehe, da kriege ich wirklich, da bin ich schon wieder komplett hinüber. Okay, wir gehen zum ersten. Ey, wenn das jetzt wieder so fucking los ist, ich reg mich richtig auf. Ja. Ja? Mhm. Welche Position? Stürmer. Oh ja, Stürmer. Wir fangen direkt mit dem Video an, bis gleich. Ah, der hat aber jetzt nicht Deutsch geredet, dann werden es Fake-Sachen sein. Die ist niemals echt. Wer ist so? Sandro. Sandro. Mhm. Sandro, ich bin Sandro. Sieht fresh aus. Spielst du Fußball? Ach nee, der, ja? Der hat ja keine schlimmen Sachen an. Der hat ja bloß Adidas an. Ja, das ist doch in Ordnung. Wo ist denn jetzt hier? Hier steht doch Rich Kids in der Schweiz. Wo ist das ein Rich Kid? Ist doch alles entspannt hier. Welche Position? Stürmer. Wie viel Hacke ist das denn? Keine Ahnung, Mann. Hey, Sandro, das ist doch ein cooles Outfit. Andy. Was sind das für Schuhe? Isis. Wie? Nike. Das sind Nike, Huaraches, yes. Ne? Was 400 Franken. 400 Franken. Das ist ja ganz schön teuer. Ja, na, die Schweizer haben sowieso, die wissen gar nicht was. Also 400 Franken ist halt so viel Geld. Die wissen aber halt nicht, dass es viel Geld ist. Das checken die noch nicht, weil, keine Ahnung, man, ich weiß nicht, in was für Relation die leben, aber es ist halt nicht normal, wie viel 400 Euro wert ist. Oh ja, ne? 400 Franken, oder? Mhm. 400 Geld. Okay, also ist echt ein Unterschied zu Deutschland auf jeden Fall. Da kostet, glaube ich, 150 Euro. Deine Hose? Sind das right? 100 Franken. 100 Franken. Ey, für eine Hose 100 Franken, ihr wollt mich verarschen. Ey, niemals würde ich für eine Hose 100 Euro ausgeben. Also wie viel ist ein? 1 Euro sind sogar 1,09 Schweizer Franken. Das ist sogar noch teurer als 100 Euro. Das ist also für eine Hose, ihr wollt mich doch komplett verarschen. Meine Hosen, die kosten standardmäßig, also Jeans 20 bis maximal 40 Euro. Aber da blutet mir schon ins Auge bei 40 Euro. Welche Marke? Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr, okay. Okay, dein Rucksack, dreh mal um, zeig mal ein bisschen. Gucci-Rucksack. Wer hat dir den denn gekauft? Ja, das ist ein Fake. Hab ich gesehen. Dein Bruder. Was kostet der ungefähr? 600. 600 Euro. Aber das ist eigentlich gar nicht so teuer für einen Gucci-Rucksack, oder? Mhm. Also eigentlich ganz günstig, ne? Ja. Okay, dein Pullover zuletzt. Wenn sie gerade Fake 600 Euro gekostet hat, dann sollte man sich schon Gedanken machen. Ach du Scheiße, für einen scheiß Rucksack. Ich habe so einen Nike-Rucksack, der hat 30 Euro gekostet. Das war mein Geburtstagsgeschenk vor 2 oder 3 Jahren. 200. 200 Euro. Mhm. Okay, Sandro. Gesamtoutfitpreis blende ich jetzt hier ein. Hier in Zürich hat fast jeder teure Klamotten, ne? Habe ich so das Gefühl. Ja. Eigentlich schon, so ein bisschen. Ja. Ja, ja. Ja, ich bin 9 Jahre alt. Ich habe ein Outfit, das kostet 1300 Franken. Das ist für mich völlig normal. Ja, das ist mein Lifestyle, ja. Ich sag mal so, hier in Sachsen ist man übrigens reich, wenn man mit Klamotten rausgeht, die insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, gerade so dreistellig beträgt. Wollte ich bloß mal sagen. Sieht ihr ja. Für Sachsen ganz schön teuer. Eben. Janis, mir gefallen deine Schuhe. Deswegen flex ich gerne in meinen Streams. Erkenne ich nicht. Danke. Ich feier die. Ich will die auch haben, aber ich krieg sie nicht. Ja. Was hast du bezahlt für die? 450. Resell, ne? Ja. Woher? Minority Store. So ein Minority Store. Ist so ein Laden da drüben so. Ja. Yeah. Laden in der Nähe. Ihr kauft. Guck mal, wie der schon da steht. Man merkt, das ist so ein. Der guckt sich die ganze Zeit nur solche YouTuber an, die einfach mit Geld flexen. Die reden nämlich auch nur so. Resell hier meistens in den Stores, gar ja. Nicht so übers Internet, kann das sein? Ja. Ah, okay. Papas Cash-Regel, ja. Deine Hose? Keine Ahnung, 60. 60 Euro Zara, ne? Ja, ich weiß nicht. Zara oder H&M, ne? Ja. Oder Kick? Nein. Kick nicht, ne? Nein, also bei Kick, da hört aber wirklich jetzt noch Spaß auf, ne? Also Kick. Ja. Dein Gucci-Portemonnaie? 200. 200 Euro, ja. Ja. Für ein scheiß Portemonnaie. Also, für ein Portemonnaie, 200. Was hast du noch? Gurt. Gucci Gürtel. 400 Franken. Geil, ich sag nicht Gürtel, ich sag Gurt. Ja, Gurt. Gurt. Habe ich auch, Gucci, ihr wisst Bescheid. Ne? Pullover. Stone Island. Stone Island. Oh, also wie ich frag Stone Island, ja. 250 oder so, weiß nicht. 250, ja. Jacke. Kenzo. Kenzo-Jacke. Die ist schick. Die sieht echt gut aus. Danke. 500. Keine Ahnung.
Ja, 500. Ja. Und ja, 500 für eine Jacke. 500 Euro für eine Jacke. Die Jacke ist mehr wert als mein Leben. Das ist fast meine monatliche Miete. Das ist doch krank. Was ist los bei den Leuten? Oh, Flavor Flav. Ja, Björn, wisst du, was ist nice? Was? Moment mal, Hublot. Limited Edition. Die ist aber nicht echt. Doch. Die ist nicht echt, oder? Doch, hey, doch. 25.000. 25.000 Euro. Oh mein Gott, nee. Das ist ja aber, Also, sorry, aber da muss ich mich einfach drüber lustig machen. Wie kann ich mich denn da nicht drüber lustig machen? Hey, warte, ich muss erst mal ganz kurz drauf klarkommen. Ich muss mal ganz kurz meinen Backfisch weiter essen. 25.000 für eine Uhr. Der läuft mit dieser Uhr da draußen rum. Junge, was ist mit der Schweiz los? Seid ihr Schweizer? Eigentlich komplett geisteskrank. Guck mal, hier ist der andere. Hier sitzt der, der gerade eben noch interviewt wurde. Krank. Okay, mal ganz kurz. Komm mal ein bisschen ran zu mir. Gesamtpreis blende ich jetzt mal hier ein. Wie kann das sein, dass du mit einer Hublot-Uhr rumläufst für 25.000? Mein Vater. Hat er dir gegeben, ne? Ja. Einfach so? Nein. Also hat er nicht Angst, dass jemand dir die wegnimmt? Oder? Doch, aber ich habe das Gymnasium bestanden und dann habe ich das bekommen. Ah, wie alt bist du? 14. 14? Ja. Okay, nice. Okay, willst du noch irgendjemanden grüßen? Ja. Ich grüße Emil und Niki. Wie heißt du? Loris. Loris? Loris, ja. Was bist du von Landsmann? Serbien. Serbien? Ja, ja. Kakusi. Dobro, dobro. Kakusi, brate. Dobro, dobro, di. Dobro, dobro. Staradisch. Loris. Hört auf, das ist doch albern. Mensch, das ist albern. Wir haben doch hier den einen oder anderen, der verträgt das nicht, wenn wir uns jetzt hier mal drüber lustig machen, über den ganzen Spaß. Jetzt mach doch mal nicht so, Koko Loris. Seh dich mal auf. Nimm mal nicht da. Super. Habe ich richtig gesagt, oder? Ja, sicher. Okay, Loris, cooles Outfit. Dankeschön. Die 97er in grün. Ja, genau. Geile Farbe, gell? Ja. Wo hast du die her? Was soll das? Also... Zalando bestellt. Zalando, nice, Mann. 200. Franken, ne? Ja. Aber das fittet doch nicht. Sorry, aber ich muss jetzt mal so einen Ausdruck nennen. Fittet heißt doch sowas wie, es kombiniert doch nicht. Also ich finde, die Schuhe kombinieren gar nicht zu seinen sonstigen Klamotten. Der hat jetzt grüne Schuhe an, im Army-Style. Und das fittet niemals mit der Jacke hier. Ja. Oder? Okay, nice, deine Hose. Das ist doch, ich das fittet Kappen, nicht hier. Sakko, nee. Und so. Aber ich glaube, so Hose nur mit selber. Mit Sakko? Ja. Also ist das eine Anzughose? Nee. Ja, eigentlich schon so sportlich Sakko. So Hose, glaube ich, nur so 40, 50. 40, 50 Euro. Ja, genau. Niemals okay, Messer ablecken, eigentlich. Ja. 5 Euro Bazar. 5 Euro Bazar. Genau. Er gibt es wenigstens zu, Leute. LS. Pullover. Von Metro, 90 Euro, glaube ich. 90 Franken, sorry. Metro? Ja, genau. Da Metro, kann man nur als Gewerbetreibender einkaufen. Nein, Metro, so in der Schweiz gibt es so Metro in okay. So einen Shop. Okay. Genau. Okay, deine Cappy noch? Cappy 20, 25. 20, deine Uhr Fossil, ne? Bonix, nee. Grüß dich, Bruder. Police, sag mal ein bisschen in Kamera, Police. Was kostet die? 260. 260 Euro. Ja, das ist normal. Ich sag mal, das ist in Ordnung, ja. Wenn jetzt noch die Uhr mit dazu gerechnet wird, der hat 250 oder 260. Guck mal, da wären wir jetzt bei 370 Schweizer Franken. Das ist in Ordnung, kann man mit rumlaufen, ne, wenn die Schuhe schon allein über 100 wert sind. Wirklich. Okay, nice. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße Lorenzo, Shanti. Lorenzo von Matterhorn, Leute. Ganz 819. Grüße Ebach. Wie heißt du? Luca. Luca, wie Luca alt bist Donny. Du? 13. 13. Du bist schon fast so groß wie ich, ne? Okay, fangen wir bei deinen Schuhen an. Was hast du für Schuhe? Das sind Jordans. Alter, ich hätte jetzt mit allen Schuhen gerechnet, aber nicht mit roten Schuhen. Das sind Jordans. Was kosten die? 130. 130 Franken, Leute, deine Hose. Nein, Euro. Achso, Euro. Wo hast du die denn her? Aus Ramont. Ramont. Aus Ramona hat er die. Deine Socken? 15. Gulaschmeister, so am Strafe. Hose? 40. 40. Ja. Dein, Pullover? Wie findest du gut? Der hat auch 40. Live, oh, was steht da? Live or die? Ja. Ja, ist normal. Ein T-Shirt, 30. Was ist das für ein T-Shirt? Ach, Lil Pump. Lil Pump, okay. Mhm, dann Tasche, 30. Eastpack, ne? Okay, und jetzt. Ja, aber das ist ein normales, ich sag mal so, das sind auch normale Preise. Das finde ich normal. Kommen wir zu dem Hammer. Kann man sagen, ist in Ordnung. Yeezy. Windbreaker. 130. Kannst du das so ein bisschen in die Kamera mal zeigen? Zeig mal von hinten nochmal. Yeezy, Windbreaker, 130 Euro oder Franken? Euro. Euro. Kommt,
Euro. Du bist ja. Die sieht aber irgendwie übel dünn. Also so, die sieht so richtig dünn aus vom Material. So richtig unangenehm dünn. Aber an sich finde ich das jetzt so relativ. Es ist halt ein normales Outfit. Jetzt mal Reader, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es jetzt nicht schlimm, wirklich. In der Schweiz. Ne, ich komme aus Deutschland. Ah, du kommst aus Deutschland. Ah, da kommt aus Deutschland. Ist das ein Urlaub, oder? Mhm. Wer heißt du? Tim. Tim. Tim auch, cooles Outfit. Nein, auch von nichts. Was ist das, Valentino? Nice. Ein cooles Outfit, der hat bis jetzt einfach nur eine Strickjacke an. Eine Strickjacke vielleicht für 20 Euro und eine Hose für 30 Euro oder keine Ahnung. Das sieht so richtig normal aus, weißt du, das könnte ich sein einfach. Nice, Saint Laurent. Saint Laurent Schuhe. Hast du das bezahlt für die? Ich weiß nicht mehr, ich habe es in London gekauft, ich glaube so 500. Für die Latschen? Nee, das kann nicht sein. Es gibt niemals einen Jugendlichen, der sich für 500 Euro die Latschen holt. Da sehen ja meine Badelatschen geil aus. Hast du das bezahlt für die? Ich weiß nicht mehr. Ich habe es in London gekauft. Ich glaube so 500. 500 Euro? Ja, 400. 500 Pfund, ne? Nein, eben nicht. So 375 Pfund. Ah, okay. Das heißt so 500 Euro. Oder Franken? Ja, Franken. 500 Franken für die Schuhe. Grüß dich, Anna. Grüß dich. Hose. Ich bin entsetzt. Also wirklich, wenn die Hose jetzt dreistellig wert ist, dann ist heute bei mir aus. United Colors of Benetton 70. 70. Gott okay. Sei Dank, aber es ist ja gut. Es ist in Ordnung. Nein, kein Gürtel. Okay, zeig mal, Tim, dein Stone Island. Ey, ne, das ist schon krass. Ich habe vorhin gesagt, ne, das ist so ein ganz, das ist eine ganz normale Strickjacke. Die hat ein komplett normales Outfit. Das könnte ich sein. Dann dreht er sich um, hat Stone Island. Und ich weiß wieder ganz genau, dass diese Strickjacke jetzt nicht nur eine Strickjacke für 20 Euro ist, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern dass es eine Strickjacke ist für 200 Euro. Nur weil da Stone Island da drauf steht. Hoodie. Sweat Hoodie. 250. Ja, 250 sogar. Schrecklich. Was ist mit dieser Jugend los? Also das ist ja wirklich, warum sind die Prioritäten mittlerweile sowas von auf Markenklamotten gesetzt? Da tut mir alles weh. Ist das in Schweiz eigentlich normal, dass die rumlaufen wie, keine Ahnung, als wären es die reichsten und heftigsten Leute? Das kann doch keiner erzählen. 150 Franken, das ist aber schon ein bisschen älter, ne? Ja, es geht, seit Weihnachten. Seit Weihnachten? Aber ich gebe nicht so viel Sorge. Ah, okay, sieht man, der ist so ein bisschen schon die Farbe so ein bisschen rausgegangen. Das sieht schrecklich aus. Ja, okay. Was hast du noch? T-Shirt? Ja, Vetmo. Vetmore T-Shirt? Ja. Wo sieht man das? Ah, hier. Vetmore. Was zahlt man dafür? So 300 Franken. 300 Franken. Und wo hast du es her? Es gibt so einen Pop-Up-Store an der Gemüsebrücke. Ja. Krass. Ja. Okay, Tim. Gesamtoutfitpreis blende ich hier ein. Wie heißt du? Leandro. Für das Outfit 1100 Franken. Alter, da ist bei mir jetzt aber auch Sense. Ja, also hier aufs Ende Gelände, das Ding ist so. Leandro, wo sind deine Leandro Lopez Schuhe? Feierst du nicht so, ne? Was sind das für Schuhe? Wie schlecht, bitte. Wie ist dein Name? Leandro. Ja, wo sind deine Leandro Lopez Schuhe? Feierst du nicht so, ne? Der Junge kennt nicht mal Leandro Lopez. Sind NMDs XL1 Winter Edition. Was für eine Edition? Winter. Winter Edition. Was hast du bezahlt? 130. 130 Franken. Okay, nice. Deine Hose? Von Zara 20. 20, ja. Dein Babe Hoodie? 400. Jetzt kann es erstmal nichts passieren, aber da haut es mich ja direkt vom Sitz, sag ich mal. 400 Euro für einen Jungen, der sowas trägt? 400 für den Fetzen. Ey, du willst für 80 Euro den Brüche. Na, nicht mal für 80 Euro würde ich das Ding holen. Mach mal so ein bisschen die Kapuze auf, zeig mal so ein bisschen. Babe, Leute, zeig das mal. Das ist ja so hässlich. Was hast du nochmal bezahlt? 400. 400 Franken. Woher? Weekend Store hier in Zürich. Weekend? Nee. Weekend. Ist das auch so ein Pop-Up Store oder so ein richtiger Retail-Laden? So. Retailer. Weißt du gar nicht, was das ist, oder? Ich habe T-Shirt Tommy Hilfiger, so 90, glaube ich. 90, ja. Casio, ja. Auch so, habe ich geschenkt bekommen, aber ich glaube 100. 100, ja. 100 Franken. Okay, Leute, Gesamtpreis blende ich ein. Willst du irgendjemanden grüßen? Ja, ich grüße Arbenit und Taris. Nuno. Wie heißt du? Mauro. Mario. Mauro. Mario. Was bist du für ein Landsmann? Halb Schweizer, halb Costa Ricaner. Costa Ricaner. Nice. Okay, Mauro, was sind das für Schuhe, die du an hast? NMDs. Ich weiß nicht mehr genau, welches Modell, aber
Die kosten. Ey, da stand gerade da, als würde er sich gleich. Also, wenn er jetzt gleich umknickt, hätte der sich direkt einen Fuß gebrochen. Achtung, guck mal, wie er da steht. Das sieht doch. Leute, jetzt mal. Hab ich einen Knick in der Optik oder seht ihr das auch? Hier knickt der Fuß weg. Was ist bei ihm los? Der Fuß ist gerade. Das Bein knickt völlig zur Seite. Ich hatte gerade kurz Angst, ne? Dass NMDs, ich weiß nicht mehr genau welches Modell, aber die kosten 190. 190 Franken, ja. Ne? 190 der Brüche. Nice. Deine Socken? Frank. Von Adidas, 5. 5 Euro? Ja. Alle 5 Franken. Ja. Ich bin ja hier in der Schweiz. Geht deine Hose? H&M, glaub 45 oder so. 45 Franken. Mhm. Okay, dein LA, das von Snipes bestimmt, ja, Snipes, ne? 60 Euro. 60 Euro, ja. Dann T-Shirt ist auch von Snipes, ist so mit Lil Pump. Lil Pump, ja. Ja, auch von Snipes, 30. 30 Euro, okay. Ja, dann die Tasche von Adidas, 35. 35, ja. Dann die Jacke, 90, glaube ich, aber ich habe sie für 60 bekommen. 60 Euro? Im Outlet. Okay, nice. Mauro. Und dann, ja, habe ich noch... Ah ja, Cappy auch noch. Cappy. Auch von Snipes, 25. Und ja, die Uhr ist No Name, aber ich weiß nicht mehr, von wo ich die habe. Ich glaube, 60. 60 Euro. Ja. Okay, du bist... Ziehst dich eher so ein bisschen sportlich an, ne? Ja. Okay, nice. Ich sag mal so, ist doch trotzdem ein relativ teures Outfit, aber kann man noch machen. Ich finde, der Junge, der sieht aus wie ein Junge und nicht wie so ein aufgetakeltes Wesen. Ja, dann sage ich okay. Dann sage ich, es ist echt, ja, ist legitim. Ja, es gibt ja manche, die über, weißt du, die wollen Hauptsache eine Marke nach der anderen sich reinhauen, ne? Der sollte am besten noch Supreme auf der Stirn stehen und hinten am Hinternischel steht dann Philipp Plein oder sowas drauf. Das ergibt für mich manchmal gar keinen Sinn. Aber Hauptsache, die haben Markenklamotten. Und das macht mich ein bisschen fertig. Das feiere ich halt nicht so. Möchtest du noch irgendwas sagen, Mauro? Nee, ich grüße meinen Bro Maurin und sonst eigentlich nichts. So Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dass ich mal in Zürich war, dass ich mal in eine andere Stadt gefahren bin, um wie viel ist dein Outfit wert zu drehen. 2,4 Millionen Aufrufe läuft, aber gerade mal 31.000 Likes. Kaum einer liked das. Schon heftig.